Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Es freut mich, dass auch heute wieder so viele von euch online sind. Wir haben heute ein anderes Thema. Die Startfolie müsst man eigentlich schon sehen. Einen anderen Referent, also die Frau Dr. Lea Müller, ist für diese Session durch. Und wir starten jetzt mit einer Dreier-Session mit dem neuen Referenten, mit dem Andreas Müller. Der hat übrigens familiär mit der Frau Dr. Lea Müller gar nichts zu tun. Er wird sich aber nachher selber kurz vorstellen und ein paar Worte zu seiner Person sagen, was er macht, woher er kommt und seine Themenschwerpunkte, die er bearbeitet. Ja, nochmal herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass so viele wieder da sind. Es kommen auch immer weitere dazu. Auch an die ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Martin Trümper. Ich komme von der Dekra-Zentrale in Stuttgart, allerdings momentan nicht in Stuttgart, sondern eher südlich Stuttgart, also im Homeoffice. Bei uns wird es jetzt so allmählich gelockert mit Bürozeiten, aber noch sehr vorsichtig. Ein paar organisatorische Dinge möchte ich noch sagen. Der heutige Vortrag, der steht im Webinarraum zum Download bereit, können Sie sich runterladen. Und zwar unter Unterlagen. Finden Sie denn als PDF? Wir werden, wenn wir dann fertig sind, den Webinarraum auch noch eine Weile offen lassen, sodass Sie genügend Zeit haben, sich die Datei zu ziehen. Wenn dann der Raum geschlossen ist, kommen Sie leider auch nicht mehr an die Datei ran. Erstmals zeichnen wir das Webinar auf. Bei der Frau Dr. Lea Müller durften wir aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Heute tun wir es und die nächsten zweimal tun wir es auch. Alle Teilnehmer bekommen morgen vom System eine Dankesmail. Da ist der Link drin und da können Sie sich im Prinzip das komplette Webinar dann auch nochmal angucken oder auch teilen oder wie auch immer Sie das gerne möchten. Der Chat, der ist ausgeschaltet. Wenn Sie Fragen stellen wollen, und da meine Bitte, nutzen Sie die Gelegenheit, löchern Sie den Herrn Müller, gerne auch so links und rechts zu anderen Themen. Er kennt sich da bestens aus. Sie finden bei sich auf der Oberfläche so ein Fragezeichen-Symbol. Das anklicken und dann die Frage über die Tastatur natürlich erstellen. Wenn es thematisch gerade zupasst, dann würde ich den Andreas Müller unterbrechen und die Frage gleich bearbeiten wollen. Wenn es thematisch nicht passt oder der Herr Müller schon etwas weiter ist, dann sammeln wir die Fragen und beantworten die zum Schluss. Jetzt hätte ich gerne von euch noch ein Handzeichen. Könnt ihr mich hören, beziehungsweise seht ihr auch die PowerPoint auf dem Bildschirm? Dann einfach mal bitte auf das Handzeichen-Symbol klicken. Ah ja, ich sehe schon ganz viele. Passt. Wunderbar, Dankeschön. Ja, dann würde ich ja gerne das Wort an den Andreas Müller übergeben. Andreas, leg los. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank erstmal für die nette Einleitung, Martin. Liebe Gäste, liebe DEKRA-Mitglieder, auch ich freue mich, heute mit Ihnen dieses Webinar abhalten zu dürfen. Mir sind natürlich die DEKRA-Mitgliederabende, wenn man sich dann auch noch mal dabei anschauen kann, natürlich schon deutlich lieber. Das muss ich schon eingestehen, da bin ich oldschool. Aber ich glaube, wir machen aus der Situation gerade das Beste. Und bei diesen aktuellen Verkehrsbedingungen ist ja vielleicht auch das nicht im Auto sitzen und im Stau stehen vielleicht auch gar nicht so ganz unangenehm. Ja, mein Name ist Andreas Müller. Ich bin waschechter Friese. Ich komme oben aus dem hohen Norden, wohne dort tatsächlich auch 5,5 Kilometer Luftlinie vom Strand der Nordseeküste entfernt. Ich bin über 18 Jahre als Fuhrparkleiter eines Großfuhrparkes mit mehr als 1400 Einheiten und rund 2200 Fahrern tätig gewesen, habe dann irgendwann die Seite gewechselt und bin als Unternehmensberater tätig gewesen, immer mit dem ausrichtenden Schwerpunkt Transport, Logistik, Fuhrpark, Flotte und habe unter anderem die letzten Jahre wiederholt für unter anderem Roland Berger Consulting Fuhrpark-Restrukturierung und Sanierung gemacht. Das heißt eigentlich geschaut, wie kann man einen Fuhrpark stabiler auf die Füße stellen, wie kann man ihn gegebenenfalls in Schieflage auch retten.
denn die Kosten sind ja heute ein wahnsinniger Block, der auf einen Fuhrparkbetreiber, einen Flottenbetreiber runterhageln und uns das Leben natürlich auch schnell schwer machen. Nichtsdestotrotz sind wir gerade durch die Corona-Krise natürlich auch in einer besonderen Situation, wo dieses Thema mehr oder weniger leider dann mehr als passend ist. Ich habe verschiedene Ausbildungen durchlaufen, die ich aber im Einzelnen jetzt nicht aufrufen möchte. Ich habe rechtzeitig die drohende Pandemie erkannt und bin nochmal schnell wieder von dem 100% freiberuflich tätigen Berater in ein Anstellungsverhältnis gewechselt und verantworte und leite gerade in einem sehr, sehr großen Drogerieunternehmen mit mehr als 35.000 Mitarbeitern die Abteilung Transport, Logistik und Fuhrpark für den Bereich von 7 Ländern. Und einfach für die Größenordnung, wir steuern so aktuell im Jahr rund 25.000 Touren vom Hof. Also ich glaube, da kann man schon so ein bisschen hören, das ist schon ein größeres Thema. Ich steige jetzt mal ein, denke ich, oder wir steigen jetzt mal ein, Risk Management im Fuhrpark. Und wenn wir dann mal auf die kleine überschauliche Agenda gehen, den Begrüßungsteil haben wir hinter uns gelassen, wollte ich einmal die Definition Risk Management einfach ganz kurz einmal darstellen und dann sprechen wir nochmal über die Fuhrpark, ich nenne es immer gerne Kostensäulen, die durch das Risk Management zu beeinflussen sind. Dann möchte ich ganz kurz auf Fahrassistenzsysteme eingehen, die natürlich bei dem Thema Risk Management auch nicht fehlen darf. Hinzu kommt, und das ist ein ganz, ganz brandheißes, aktuelles Thema gerade, ein Kamerasystem, ein intelligentes Kamerasystem in Verbindung mit Telematik in Nutzfahrzeugen. Dabei ist es egal, ob es ein 3,5 Tonner oder ein 40-Tonner ist. Dort haben wir gerade einen riesig groß angelegten flächigen Test gestartet. Und da gibt es jede Menge frische, aktuelle Erkenntnisse, wo wir uns eigentlich in der Abstimmung, insbesondere auch in Herrn Trümper, gesagt haben, Mensch, das müssen die Mitglieder unbedingt hören. Ich denke, das ist ganz interessant. Mit einem an den Anschluss angefügten Erfahrungsbericht aus der Praxis. Schauen wir uns mal an Risk Management. Risk Management, da sagt man, das ist eigentlich vereinfacht gesagt in Deutsch, ich schaue, wo habe ich Risiken, wie kann ich diese abstellen, wie beeinflussen sie mein Unternehmen, meinen täglichen Ablauf. Wenn Sie mal auf die linke Seite schauen, sehen wir, ja, die Fachleute sprechen dann von Schadenverhütung. Klar, jeder Schaden, der gar nicht erst eintritt, stellt auch dann gar kein Problem im Weiteren mehr dar. Die Risiken oder das Risiko gilt es immer zu identifizieren. Woran liegt es denn überhaupt? Dann brauchen wir eine Vermeidung dieser Risiken oder eine Reduzierung, sprich eine Verminderung. Auf der rechten Seite haben wir gegenübergestellt dann die Schadenüberwindung. Das betrifft den Part, was ist, wenn wir solche Schäden haben, dass wir uns anschauen, wie und was können wir tun, damit wir diese Schäden in Zukunft nicht mehr haben, beziehungsweise sie gar nicht erst mehr überhaupt entstehen können im Kern. Die Risikoabwägung, das ist ein sehr interessanter Part auch, wo wir natürlich immer uns die Gedanken machen müssen, im Gesamtbetrachtungsspektrum gesehen, was kostet es, dieses Risiko auch natürlich abzustellen. Ich sag mal, wenn ich eine Schadenssumme im Jahr von 1.000, 2.000 Euro im Fuhrpark erleide. Ich muss aber 10.000 Euro ausgeben, um das zu verhindern. Ich glaube, da werden die meisten sagen, Blödsinn, dann riskiere ich lieber die 1.000 bis 2.000 Euro Schaden, als dass ich 10.000 Euro ausgeben muss, um diese zu verhindern. Ich rede natürlich dabei dann von Sachschäden oder materiellen Schäden, generell nicht von Menschen, die zu Schaden kommen, weil da sollte kein Geldwert hinterstehen. Da geht es schon bei einem Cent los. Hinzu kommt, dass man nach der Identifizierung und Analyse natürlich Maßnahmen erarbeiten muss, um einen Plan im Grunde genommen zu entwickeln. Wie kann ich dieses Risiko so weit reduzieren, dass im Idealfall ein Schaden gar nicht erst eintritt? Diese Maßnahmen müssen natürlich auch umgesetzt werden nach der Erarbeitung. Da muss man auch sehr sensibel, feinfühlig vorgehen. Ich glaube,
Die meisten Zuhörer wissen, wie schwer es ist, gute Fahrer zu bekommen. Und wenn man dann mit dem Brecheisen durchs Unternehmen geht, dann gibt es heute schnell nochmal Fahrer, die sagen, dann kündige ich, wenn die mich kontrollieren oder mir zu sehr nachsetzen. Also auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Und ich habe in den letzten 6, 7 Jahren gelernt, dass man heutzutage viele Dinge durchgehen lässt, die vor 15 oder 20 Jahren nicht mehr durchgegangen wären. Ich selber muss bei meiner großen Anzahl an Fahrern leider auch immer wieder Abmahnungen aussprechen. Und glauben Sie mir, ich überlege mir das auch sehr, sehr gut, um nicht zu sagen, dreimal vorher muss ich wirklich abmahnen, weil eine klassische Reaktion des Personals kann darauf sein, dass es kündigt. Hinzu kommt, dass man Risiken kompensieren muss. Das heißt, man muss im Grunde genommen eine Analyse fahren, welche Schwierigkeitsgrade oder welche Intention von Risiken haben wir. Der ein oder andere wird es davon gehört haben, dem Pareto-Prinzip, das ist ja eigentlich ein ganz bekanntes. Da muss man natürlich schauen, dass man bei 20% der Ursachen 80% der Probleme durchaus schon erledigen kann, dass man sich mit den schwersten und den größten Risiken natürlich zuerst auseinandersetzt. Und wenn ich die im Griff habe, erübrigen sich auch viele andere kleine Probleme. Am Ende muss das Ganze natürlich nachhaltig sein und nachhaltig bleiben. Es bringt uns nichts, eine Hauruck-Aktion zu starten, wo wir dann auf einmal auf der Fläche sagen, hurra, es bringt uns Erfolg, wir sparen jetzt ein paar tausend Euro und nach wenigen Monaten kehrt sich das Ganze um und kommt wie eine Lawine zurück. Ein klassisches Beispiel wäre eine Schulung, die für eine gewisse Zeit anhält. Das ist dann ein psychologischer Faktor, den man auch bei dem ganzen Thema Risk Management immer wieder mit berücksichtigen muss. Sprich, wir Menschen sind ja, man sagt, Gewohnheitstiere und da neigen wir dazu, natürlich gerne immer wieder in alte Muster zu verfallen. Vielleicht, um es nochmal deutlicher zu machen, stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Autobahn, Sie fahren gerne zügig und schnell und haben als Beispiel, nehmen wir mal einen roten VW Passat Kombi. Und Sie sehen auf der Autobahn, dass dort auf der Gegenseite ein schwerer Unfall sich ereignet hat. Und Sie sehen, darin ist auch ein roter Passat-Kombi verwickelt. Dann führt es dazu, dass die meisten Menschen für die nächsten Kilometer, die kommen, etwas besonnener, ruhiger fahren, mehr Abstand einhalten. Aber leider hält es dann auch nicht lange an und man verfällt wieder ins alte Muster. Wenn wir uns mal die Kostensäulen anschauen, das ist natürlich nur ein Auszug. Wir haben sonst an den Dekra-Abenden ja auch einen wesentlich größeren Zeitrahmen dafür. Sehen Sie diese vier Säulen, wo wir schauen können, das ist also fahrzeugbetreffend angegeben. Und ich habe Ihnen mal die Kostenpositionen, die über das Risk Management angesprochen werden, also als erstes angesprochen werden, einmal gelb markiert. Es versteht sich von allein, dass das Thema Versicherung im Nachgang auch noch ein Thema wird. Die Dieselkosten und die Reifenkosten sowie die Reparaturen, Schäden haben wir gerade darüber gesprochen schon. Natürlich auch die Anschaffungs- und Finanzierungskosten sind für uns im Risk Management ein sehr erheblicher Part. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum Dieselkosten? Wenn man sicher fährt, fährt man in der Regel vorausschauend. Wenn ich vorausschauend unterwegs bin, dann habe ich in der Regel auch einen geringeren Kraftstoffverbrauch, weil das sich natürlich positiv auf meine Fahrweise auswirkt, wenn ich entsprechend vorausschauend unterwegs bin. Genauso verhält es sich mit den Verschleißkosten, Reifen, Bremsen und ich gehe mit der Technik in der Regel insgesamt wesentlich besser um. Meine Reparaturkosten werden dann auch sinken. Da gibt es schon sehr, sehr tolle Erfahrungswerte, wo man sagt, wie kann es sein, dass wir 7, 8% geringere Reparaturkosten haben? Ja, tatsächlich aufgrund der greifenden Risk-Management-Maßnahmen. Die Anschaffung habe ich aus einem einfachen Grund auch nochmal gelb gesetzt, weil wir schon bei der Wahl eines neuen Fahrzeuges schon sehr genau hinschauen müssen, was können wir an den Fahrzeugen optimieren, ob es jetzt der kleine 3,5 Tonner ist oder ob es der 40-Tonner-Zug ist. Auch da wissen die Profis, dass wir Kataloge voll an Zubehör und Sonderausstattung auf den Tisch bekommen. Es ist mal eben nicht in 5 Minuten getan, einen LKW zu konfigurieren. Und wenn wir diesen Zubehörkatalog sinnvoll durchgehen, auch vielleicht nochmal mit dem Auge des Betrachters
auf das Thema Risk Management kann man dort auch vieles schon im Vorfeld optimieren. Finanzierung habe ich auch nochmal gelb hervorgehoben, weil natürlich am Ende des Tages immer gefragt wird, was kostet das und wie kann man das finanzieren, beziehungsweise wann amortisiert sich das? Fahrerassistenzsysteme, und da sind wir auch schon mal im Teil der höheren Anschaffungskosten. Wir haben ja einen Block mit Pflichtausstattung. Über das ABS redet heute keiner mehr. Das war auch eine Zeit lang noch gar keine Pflichtausstattung. Heute ist es nicht mehr wegzudenken. Die Fahrassistenzsysteme, die auf dem Markt käuflich zu erwerben sind, sind ehrlich gesagt mehrheitlich durchaus schon ja serienreif und auch durchaus weit verbreitet. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass wenn so ein Fahrzeug technische Schäden oder Defekte hat, dass diese Fahrassistenzsysteme entweder neu kalibriert oder rekalibriert werden müssen oder sogar bei einer Reparatur entsprechend auch Mehrkosten mit sich bringen. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Als Beispiel aus der Praxis vielleicht dazu, ich habe einen Leiter der Finanzabteilung gehabt, der für seine Tochter einen einfachen Opel Corsa gekauft hat als Einsteigerauto. Man wollte da ein neues, sicheres Fahrzeug anbieten. Und ja, es gab ein Sonderpaket, so eine Art Limited Edition. Und es waren dort jede Menge Fahrassistenzsysteme über die Pflichtsysteme hinaus verbaut. Da gehörte ein Fernlichtassistent, ein Regensensor, ein Spurhalteassistent. All diese Ausstattungsmerkmale waren in so einem recht günstigen kleinen PKW verbaut. Es dauerte nicht lange und dann entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe und man war dann doch sehr erschrocken oder erbost, wie teuer dann die Windschutzscheibe für so einen kleinen Wagen auf einmal wird, weil es nicht nur die Scheibe gilt zu ersetzen, sondern natürlich auch die ganzen Fahrassistenzsysteme, die Sensoren, die Impulsgeber, die verbaut sind, mussten dann leider demontiert werden und wieder montiert werden und entsprechend eingestellt, kalibriert. Und das hat die Rechnung natürlich bös nach oben getrieben. Und das hat viele Leute, habe ich mir sagen lassen, mittlerweile schon so ein bisschen zum Grübeln gebracht. Die Bereitstellung von Fahrassistenzsystemen lässt sich grundsätzlich das Risiko eines Verkehrsunfalls deutlich reduzieren. Nicht wie manche Werbung versprechen, verhindern. Das ist natürlich der Idealfall und das wäre auch ein Traum, wenn es gar keinen Unfall erst gibt. Aber auch ein Notbremsassistenzsystem kann nur wahnsinnig viel Energie rausnehmen, kann somit auch den Schaden in der Höhe reduzieren. Aber es ist niemals ein Garant dafür, dass ein Schaden oder ein Unfall gar nicht mehr entstehen kann. Das kann auch ein Fahrassistenzsystem nicht bieten. Es werden einfach kritische Situationen entweder im Vorfeld dem Fahrer angezeigt. Das erfolgt optisch, das erfolgt akustisch und manchmal auch durch beispielsweise Vibrationen im Sitz oder im Lenkrad. Aber es kann eben nicht hundertprozentig immer einen Unfall verhindern. Wir haben vor dem schon gehört, Analyse, Auswertung, Identifizierung. Ich habe dies hier der Quelle des Statistischen Bundesamtes entnommen, nur um mal zu zeigen, wo in der Vergangenheit so unsere Probleme lagen. Wir haben im Bereich der Auffahrunfälle bei 33% der Unfälle einen enorm hohen Anteil gehabt, wo gar nicht mehr gebremst wurde. Das heißt, man fährt, man nennt das auch Kaninchen vor der Schlange-Effekt, stundenlang auf der Autobahn rum, sieht vor sich Autos fahren und urplötzlich steht dort alles. Und da muss der Mensch in der Lage sein, das umzuschalten, über die Augen zu adaptieren, sagt man, und zu erkennen, hey, die bewegen sich nicht mehr, die stehen. Und dann gibt es diesen Schreckmoment. Und dann können viele Autofahrer, viele Verkehrsteilnehmer leider gar nicht sofort reagieren, auf die Bremse treten. Das muss im Kopf erst einmal verarbeitet werden. Die dann reagieren, beginnen, wie wir hier sehen können, oder zu dieser Zeit, nur mit 20% der Bremse wirklich zu arbeiten. Das heißt also nicht der Bremse, sondern 20% hat nur eine Teilbremsung dann hingelegt. Das hat man häufig auch in Videoaufnahmen von Verkehrsbeobachtungskameras sehen können, dass diese Menschen
nicht die volle Leistung der Bremse nutzen, sondern nur zu einem Teil in die Bremse gehen und dann hoffen, dass es am Ende reicht. Man sieht bei vielen Verkehrsbeobachtungskameras der Autobahnen, wenn es dort zu Stau, klassischen Stau, Auffahrunfällen kam, dass die Menschen geradeaus gefahren sind und man konnte erkennen, dass sie bei weitem nicht die volle Bremsleistung dargelegt haben. Und auf die Idee zu kommen, auszuweichen, kommen leider nur sehr, sehr wenige. Mit 38% war zu der Zeit die Vollbremsung auch nicht gerade sehr glorreich vertreten und ein Teil der Auffahrunfälle ließ sich gar nicht mehr zurückverfolgen. Wir sehen Unfälle mit Fußgängern, Kreuzungsunfälle und auch ein Abkommen von der Fahrbahn ist prozentual mit 39% ein sehr gewichtiger Punkt. Die Fahrassistenzsysteme sind deshalb auch im Vorrang auf die Priorität, was kann der Autofahrer, der Durchschnittsautofahrer am schlechtesten. Da hat man sich also dann orientiert und hat angefangen, genau diese Bereiche auch in den Vordergrund zu stellen und zu entwickeln, nämlich das Abkommen von der Fahrbahn und Auffahrunfälle im Ablauf zu optimieren, sprich entweder ganz zu verhindern oder den Einschlag mit einer deutlich geringeren kinetischen Energie. Wir haben, und das ist eine Auswertung aus meinem aktuellen Fuhrpark, uns natürlich auch angeschaut, oder das sollte man tun, wann passieren die Unfälle. Da geht man nach dem Wochentag, da geht man nach der Uhrzeit, mitunter nach dem Stand der Sonne gab es Blendungen, da berücksichtigt man die Wetterlage, die Temperaturen. Und wenn Sie jetzt hier in dieser Grafik mir folgen, sehen Sie auf einmal, Mensch, der Montag ist tatsächlich ein Schadentag mit dem höchsten Anteil. Dann ist der Dienstag folgend und der Mittwoch. Wir arbeiten, ehrlich gestanden, gerade aktuell noch an dieser Auswertung und versuchen gerade, warum passieren gerade am Anfang der Woche die meisten Unfälle, wenn doch die Fahrer dann gerade am Wochenende Zeit hatten, sich zu erholen und ich sag mal, die Batterie wieder aufzuladen. Andere Schadensdiagramme sind häufiger eher so gehalten, dass man die Schäden eher zum Ende der Woche feststellt. Das heißt, donnerstags, Mittwoch, Donnerstag sind eigentlich die Schadentage, die beliebter sind, weil da so ein bisschen die Energie nachlässt, die Konzentrationsfähigkeit geht runter, lässt nach. Und ja, das ist dann die Begründung, warum eigentlich dort die Schwerpunkte liegen. In diesem Unternehmen ist es aktuell anders. Man forscht gerade nach und fürchtet, dass es aus diesem Rhythmus herausreißen der Fahrer, aus dieser Routine. Wir haben allerdings auch wechselnde Fahrzeuge im Einsatz, dass es vielleicht darin begründet ist. Wir haben im Bereich Lkw und Bus für Radfahrer und Fußgänger auch schon sehr viele aktive Assistenzsysteme mittlerweile mehrend im Einsatz. Ich habe persönlich hier diese Flotte vervollständigt. Man hat aber auch schon dort in der Vergangenheit mit begonnen, einen Tote-Winkel-Assistent einzubauen. Das heißt, diese klassischen Abbiege-Assistenztechniken zu verwenden. Es gab ja vor 2 Jahren einen bösen Unfall in der Stadt Köln, der auch nochmal durch die Medien ging, in dem ein Müllsammelfahrzeug rechts abbog und hat dann tatsächlich vor den Augen eines Kindes die Mutter unter den Rädern begraben, die dann natürlich leider dabei auch ums Leben kam. Besonders schrecklich, das Kind musste also das Ganze live mit anschauen aus kürzester Distanz. Warum diese Abbiegeunfälle so passieren, ist dann auch wieder ein großes Forschungsthema. Kann ich oder möchte ich aus zeitlichen Gründen gar nicht mehr so weit darauf eingehen. Aber es ist tatsächlich auch so, es sind nicht immer nur die in den Medien häufig für böse erklärten Lkw-Fahrer, sondern es ist auch häufig so, dass die im Straßenverkehr teilenden Mitmenschen sich eigentlich auch sehr sorglos verhalten. Nicht selten, wenn auch in den Medien nicht gerne berichtet, da möchte man ehrlich gesagt ein Bild erzeugen, ist meine Meinung, verschweigt man aber auch, dass dann die Radfahrer zum Beispiel sich nicht richtig verhalten haben oder sie haben zum Beispiel in dem Fehlverhalten Earsticks gehabt, das heißt Kopfhörer, in ihr Kopfhörer, haben Musik gehört,
haben mit der Freisprecheinrichtung telefoniert oder haben andere Dinge getan. Es ist kein seltenes Straßenbild, dass man sogar einen Radfahrer mit einem richtigen großen, dicken Kopfhörer auf dem Kopf durchaus sehen kann. Ich will gar nicht von Schuld und Schuldverteilung sprechen. Ich glaube, wir sind uns einig, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Aber wir müssen uns vielmehr die Frage stellen, was können wir tun? Und das Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer werden wir nicht innerhalb einer übermessenen, schaubaren Zeit abstellen können. Also bleibt in der Regel nur der Griff in die Trickkiste, in die Technikkiste, dass wir schauen, wie können wir vorgehen, was können wir tun. Und dann müssen wir leider doch elektronische Helferlein nehmen, die uns warnen und hinweisen, das wird gleich vielleicht kritisch werden. Die Abbiegeassistenzsysteme, die wir hier in meiner Flotte verbaut haben, sind nicht herstellerseitig verbaut. Zugegeben kostet es eine Menge mehr Geld. Die Hersteller sind ja langsam so weit, dass man es bei Neufahrzeugen mitbestellen kann. Ich würde immer dringend empfehlen, das zu tun. In einer Leasingrate findet man gegebenenfalls Aufpreise für noch nicht zur Pflicht gewordene Assistenzsysteme eigentlich recht schnell wieder. Es gibt sogar Safety-Package-Pakete, wo dann gleich sehr, sehr viele Systeme zu erhalten sind. Und wenn man sich mal die Leasingrate mit oder ohne anschaut, wird man feststellen, es kostet im Grunde genommen nicht wirklich viel Geld. Und ich glaube, jeder, der sowas Schlimmes schon mal erlebt hat, weiß, dass ein einziger Unfall in der Regel viel mehr kostet als die Mehrkosten bei der Anschaffung solcher Systeme. Wir haben Notbremssysteme, die mittlerweile auch immer besser, immer präziser funktionieren. Da gibt es schon die vierte, tendenziell fünfte Generation. In diesem Jahr wäre ja eigentlich die IAA in Hannover wieder dran gewesen. Und dann hätten wir mit Sicherheit noch wieder Optimierungen dieser Systeme uns anschauen können. Die Ablenkungswarnung und Spurhaltesysteme, alkoholempfindliche Wegfahrsperren im skandinavischen Raum gar keine Besonderheit mehr. Dort müssen gefahrgut ausgerüstete Fahrzeuge über ein Atemalkoholtestsystem verfügen, ein sogenanntes Alkolock. Es gibt dort auch viele Unternehmen, vereinzelte, mit denen ich sogar in Kontakt stehe, die sagen, es hat wahnsinnig viel gebracht. Der Fahrer muss dann vor dem Starten des LKWs im Grunde genommen in so eine Art wie, das sieht aus wie ein kleines Handy, hineinpusten. Und nur dann, wenn null Atemalkohol gemessen wurde, springt das Fahrzeug erst an. Vorsicht bei Deaktivierung dieser Fahrassistenzsysteme. Auch die haben natürlich Grenzen. Schneefall, es gibt Radarsensoren mittlerweile in der zweiten Generation, die man leicht beheizt, damit der Schnee also abschmilzt. Aber bei extrem Starkregen oder einem Blatt vor einem Sensor ist dann auch mal so ein Notbremsassistent oder alle anderen, die auf den Radar zugreifen, einfach leider nicht aktiv. Daher ist es besonders wichtig, bei den Fahrern durch Schulungen und durch Abfragen sicherzustellen, dass er weiß, was das kleine Lämpchen im Armaturenbrett bedeutet, was ihm vielleicht gerade anzeigt, aktuell haben wir keinen Notbremsassistenten oder Spurhalter. In engen Baustellen gibt es natürlich auch durchaus diese Fehlwarnung und deshalb stellt der Profi vor dem Einfahren in eine Baustelle auch schnell mal so ein System ab. Die Berufsgenossenschaft fordert und empfiehlt schon seit langem, dass diese Systeme in einem relativ kurzen Zeitfenster sich aber von alleine wieder reaktivieren. Ich denke, da kann man eigentlich nur zustimmen, weil sonst wird am Ende vergessen, dass das System gar nicht mehr dabei ist. Ganz wichtig, wer bezahlt die Rechnung? Finanziell werden wir ja gerade besonders alle sehr getrieben. Die Unterstützung für Unternehmen gelten weiter über die Bundesamt für Güterverkehr altbekannten Förderungen. De minimis ist ein Stichwort. Dort können wir Telematik und noch nicht zur Pflicht gewordene Assistenzsysteme größtenteils auch mit Zuschüssen fördern lassen. Die sind gar nicht mal gering. Da gibt es auch auf der Seite des BAGs entsprechend sogenannte Förderkataloge, wo man also genau sehen kann, was geht nicht. Vielleicht muss man als Unternehmer nicht noch den hundertsten Reifen, Eco-Reifen sich auf Lager legen, weil er irgendwann auch überlagert ist, sondern vielleicht sollte man auch sich mal Gedanken machen, ob man vielleicht doch stärker
in die Sicherheit investiert. Es gibt aktuell Versicherer aus der Praxis, die bei bestimmten freiwilligen Assistenzsystemen Zuschüsse bieten. Gleich auch nochmal zu dem von mir vorzustellenden Kamerasystem. Da erleben wir gerade von bis, also einen Riesenpart. Wir haben also natürlich auch einen Großversicherer, der erst am vergangenen Freitag sagte, naja, wir schauen uns das Ganze mal an. Und wenn Sie dann positive Entwicklungen haben, dann melden wir uns. Aber da kam eine klare Absage der Förderung oder eines Zuschusses. Letztendlich jeder Fuhrparkbetreiber, der die Schäden in seinem Fuhrpark reduziert, reduziert auch das Problem für den Versicherer. Man muss nicht darüber diskutieren, über Beitragserhöhungen oder über irgendwelche Nachschusspflichten. Es gibt aber auch Versicherer, die da sehr offen dem Ganzen gegenüber eingestellt sind und sagen, toll, jetzt gibt es Kunden, die machen eigentlich ein Stück unserer Arbeit, die machen sich aktiv Gedanken, wie kann man die Schäden reduzieren, und die honorieren es auch, indem sie es bezuschussen. Mein Versicherer aktuell macht es nicht, hat nach vielem Diskussion und Anregen dann eine kleine Geste angeboten, die aber eigentlich beschämend war. Gut, hier nochmal eine Auflistung, längst nicht aller, aber damit wir mal sehen, was haben wir denn schon. Wir haben Abbiegeassistenten, die Notbremsassistenzsysteme, sehr, sehr wichtig, zum Teil auch schon mit der reinen Fußgängererkennung, die Spurverlassenswarner und Spurhalteassistenten, ESP schon seit vielen Jahren bei den meisten Fahrzeugkategorien vorgeschrieben, ganz klar. Räderab- und Stabilisierungssysteme des Fahrzeuges, das heißt, wenn das Rad Spiel hat, man hört es manchmal im Radio, der Halter folgenden Fahrzeuges wird gebeten, dringend seine Reifenwerkstatt anzurufen, dann steht da vielleicht der Mechaniker oder der Auszubildende und stellt fest, komisch, ich habe noch drei Radmuttern über. Dann das Kameramonitorsystem, Rückfahrassistenzsysteme, ganz, ganz wichtig, nicht nur das Piepen, sondern für mich unerlässlich auch eine Kamera, dass der Fahrer sieht, was befindet sich hinter dem Fahrzeug. Automatische Feststellbremssysteme, auch da bricht eigentlich der Mensch die Technik und wird unvorsichtig. Wenn man Spurwechselassistenz sich anschaut, ich muss die Spur wieder zurückwechseln und setze den Blinker, dann werden diese Systeme aktiv. Aufmerksamkeitsassistent, da kommt dann bei meinem PKW auch schon mittlerweile die Tasse Kaffee als Symbol und sagt, Mensch, es wäre gut, wenn du mal eine Pause machst. Ich habe es allerdings auch auf hochsensibel eingestellt. Ich sage dem Hersteller immer, beeindruckt bin ich erst dann, wenn auch noch eine heiße Tasse frisch aus dem Handschuhfach kommen würde. Aufmerksamkeitsassistent ist, glaube ich, aber auch eine Technik, die die meisten schon aus ihrem PKW kennen. Abstandsregeltempomaten, mitunter auch schon Tempomaten mit Topografieberücksichtigung oder auch nicht schlecht bei Zügen, die natürlich durch die Fläche eine Seitenwindempfindlichkeit haben, entsprechende Seitenwindassistenzsysteme. Gut, das haben wir schon soweit uns angeschaut. Notfallspurhaltesysteme, Rückfahrwarnsysteme, ganz wichtiges Thema und natürlich auch ganz, ganz klar, eigentlich nicht mehr verzichtbar, wenn Sie mich persönlich fragen, sind Rückfahrkamerasysteme. Das sind so Ergebnisse von LKWs, die ausnahmsweise die 1% der Flotte noch treffen, die keine Rückfahrkamerasysteme haben. Und dann sieht das Ganze am Ende so aus. Die Kameras kosten am Ende nicht viel Geld. Sie sind, wie gesagt, auch förderfähig. Und bei vielen Herstellern kann man sie heute auch schon in der Ausstattung einfach mit ankreuzen und geschickt verhandelt. Findet man sie im Preis gar nicht wirklich großartig wieder. Das ist also ganz, ganz gering. Jetzt zu dem Part, den ich versprochen hatte, angekündigt hatte, aus dem wahren Leben. Sie sehen hier den Scheinwerfer, den linken Scheinwerfer eines Mercedes Actros. Dieses Fahrzeug war am 17.07. auf einer Landstraße unterwegs. Vorschriftsmäßig im Geschwindigkeitsbereich 59 bis 62 km/h. Das stellt das System dann auch dar. Und ein entgegenkommender PKW kollidierte mit unserem LKW auf dieser Landstraße. Er fuhr circa 50 Meter vor unserem LKW plötzlich versetzt über die Mittellinie der Straße
Und erst im letzten Moment bemerkte der Pkw-Fahrer sein Irrtum, korrigierte seine Spur und dann, ja, ich sag mal, rammte er förmlich seinen linken Außenspiegel genau in das Scheinwerferglas unseres LKWs. Ganz ehrlich, wenn Sie so einen Anruf bekommen und Sie wissen, Sie greifen in Ihrem Unternehmen bei Schäden zu dem Werkzeug, jeder Fahrer muss sich rechtfertigen, wird zum Gespräch geladen. Naja, dann hat man schon mal so den Gedanken, na, ist das gerade eine konstruierte Geschichte oder stimmt es tatsächlich? Ein Spiegel passt genau in die Höhe Scheinwerfer, das hält man ja auch nicht unbedingt gleich für normal. Am Ende, der Scheinwerfer wurde zerstört. Auf dem Foto kann man das so einigermaßen erkennen. Die dahinterliegende Halterung ist in Leidenschaft gezogen worden. Kurzum, mit Ausfallzeit, Ersatzteil, Montagekosten lagen wir bei circa 1.250 Euro netto. Problem war aber oder ist einfach, dass der Fahrer einfach weitergefahren ist, sprich, er hat Fahrerflucht begangen. Wir hatten also vorerst nur die Aussage unseres Fahrers. Wie ich gerade schon erklärt, stimmt die Aussage? Ist es vielleicht eine Schutzbehauptung des Fahrers? Hat er sich das ausgedacht, weil er vielleicht schon zwei Schäden in diesem Jahr produziert hat? Wenn Sie dann noch mit einem Bonus arbeiten, einer Prämie, wenn jemand wenig Schäden hat, wird er nicht bestraft, kriegt sogar noch Geld obendrauf, weil er schön vorsichtig war, dann können solche Lügen in Anführungsstrichen Konstrukte durchaus schon mal entstehen. Der Pkw konnte vom Lkw-Fahrer nicht beschrieben werden. Der hat nämlich schon auf der Bremse gestanden und hat gedacht, um Gottes Willen, der fährt mir gleich rein. Es war natürlich auch Adrenalin im Spiel. Bei dieser Aufregung, glaube ich, selbstverständlich. Da kommt ein Auto auf mich zu, hat unser Fahrer letztendlich auch ausgesagt. Was macht er denn? Ist es vielleicht ein Suizid? Ist es ein Betrunkener? Sind da Drogen im Spiel? Oder schaut er einfach nur, wenn er fährt, auf seinem Handy? All das ist heute ja gar nicht so großartig, eine Seltenheit. Wie ging es weiter ab? Die Polizei wurde verständigt, sie kam auch, konnte aber zum Pkw-Halter natürlich nichts mehr feststellen. Es waren aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit, wenn so ein Pkw mit 100, 110 einen Lkw rammt, der sich mit 60 bewegt, dann haben wir irgendwo 160, 170 km/h energetische Energie abgeleitet aus dieser Geschwindigkeit. Und am Ende war es so, die Teile waren auch nicht zu finden. Man hat ein bisschen Glas vom Scheinwerfer gefunden, aber mehr leider nicht. Es bleibt also ein Hauch von Misstrauen. Wer war es denn wirklich? Und es sah ganz stark danach aus, das Unternehmen selbst muss vollumfänglich diese Kosten tragen. Mehr durch einen Zufall war es gerade dieser kleine Teil der Lkw-Flotte, den wir gerade mit Kameras zum Test ausgestattet haben. Und genau dieser LKW verfügte dann auch über eine der 20 Kameras, die sich im Test befinden. Wir haben die Aufnahmen gesichert, schnell vom Server des Anbieters angefordert, die natürlich dann erstmal verpixelt gekommen sind. Warum kommen die verpixelt? Weil es da ganz schwere, strenge datenschutzrechtliche Auflagen gibt, die es einzuhalten gilt. Fragen Sie oder sprechen Sie einen Anwalt mal darauf an. Wenn Sie drei Anwälte darauf ansprechen, bekommen Sie fünf verschiedene Aussagen zu diesem Thema, darf man das? Mit einer schriftlichen Anforderung ließen wir vom Softwarehersteller dann diese Aufnahmen, ich nenne es mal, entpixeln und das Fahrzeug wurde sichtbar und das Kennzeichen. Und das konnten wir dann direkt an die Polizei übermitteln, die nun in Sachen Fahrerflucht dann die weiteren Schritte einleiten kann oder eingeleitet hat. Sie sehen hier tatsächlich, und das Kennzeichen ist jetzt bewusst verschwommen dargestellt, das ist jetzt kein Foto mehr aus irgendeinem Fotostock, sondern das ist die reale Situation, wie sie gerade vor Ort stattgefunden hat. Das ist aus dem Video, das geht so 10, 12 Sekunden, heraus genau ein Screenshot aus dem Video. Und Sie sehen, dass der Autofahrer deutlich über diese Mittelleitlinie fährt. Er ist schon gerade dabei zu korrigieren. Das ist also schon auf der vorherigen Aufnahme sichtbar, dass der Autofahrer schon deutlich weiter über dem Leitlinie war, über der Mittelleitlinie. Sie sehen, es ist eine verhältnismäßig schmale Landstraße. Und wenn Sie sich mit den großen Fahrzeugen auskennen, was die meisten, denke ich, tun, und 40 Tonner, der passt auch gerade in die Spur, dann ist auch schon Schluss. Und rechts kann man nicht wirklich als Fahrer einschätzen. Da ist ein Graben.
Wann geht's dort ab? Trägt mich diese Bärme, wie man es nennt, das Bankett, oder schmeiße ich den LKW um? Wie gesagt, wir konnten es entpixeln und konnten das dann entsprechend sichern. Oben links übrigens, ist es erst mir im Nachhinein aufgefallen, sagte dann die Polizei, nachdem sie die Aufnahmen bekam, wir könnten auch mal zur Not, wenn alle Stricke reißen, einen Aufruf machen in der Umgebung, dass die Polizei den Radfahrer sucht, der diesen Unfall, diesen Knall vielleicht gehört hat, um es bezeugen zu können. Der Datenschutz. Immer vorab bitte prüfen. Es gibt nichts, in dem man sich in unserem Land so uneinig ist wie bei dem Thema Datenschutz. Wir haben aktuell eine Corona-App, bei dem wir alle versichert bekommen, es ist sicher, es passiert nichts. Gleichzeitig hört man aber auch vor einigen Tagen, man hat die Handys der reichsten Menschen der Welt wieder mal gehackt. Datenschutz ist ein echt kompliziertes und ein sehr, sehr umstritten diskutiertes Thema. Die Datenschutzkonferenz hat im Januar letzten Jahres noch ausgesagt, datenschutzrechtlich ist eine Dashcam gar nicht zulässig. Dann gab es aber weitere Fälle und weitere Experten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und man kam dann zu dem Stand, dass man sagt, Moment, welchen Zweck verfolgt man mit so einem Dashcam-System? Und wie wird gespeichert? Was ist erkennbar? Wie verarbeitet man diese Daten, die man Menschen sieht? Die Menschen sind, wie gesagt, erst einmal verpixelt nicht erkennbar, Kennzeichen sind nicht erkennbar und die Speicherung dieses Systems ist auch so eingestellt, dass sie nur bei einem Ereignis das entsprechende Material festhält. Alles andere wird nach Voreinstellung zwischen 24 und 48 Stunden spätestens gelöscht, beziehungsweise bei uns sogar nach 40 Stunden. Die KI so einer Dashcam im Datenschutz, gerade von mir aufgeführt. Es gibt ein integriertes Löschkonzept, natürlich zur Verpixelung. Sie werden nur in zwei Szenarien übertragen. Bei Unfällen, bei Vollbremsungen, überfahrene Stoppschilder, zu dichtes Auffahren, beinahe Unfälle, Schleudern oder risikoreiches Fahrverhalten. Beispiel, Ihr Fahrer versieht sich und fährt immer mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr. Mit da entstehen Werte oder Parameter, wo Sie sagen, das gefällt mir nicht. Das geht bald schief und er hat ein gutes Gefühl dabei, weil er sagt, klappt doch immer. Ich bin für meinen Disponenten voll im Zeitplan. Diese Ereignisse müssen also eintreten. Diese Systeme funktionieren sehr gut. Es gibt auch wohl mal einen Fehlalarm. Dann fliegt mal bei Starkwind oder Sturm ein gelber Sack über die Autobahn und das System sagt beinahe Zusammenstoß. Aber ich sage mal, mit einer geringen Fehlerhäufigkeit, glaube ich, kann man leben. Das wird man auch so einem System, ich glaube, auch in Zukunft nicht beibringen können. Die Videos werden von der Polizei sehr, sehr gerne genommen, ist unsere Erfahrung gerade. Und man muss natürlich nur den Weg einhalten, was zeigt man wem wie. Zusammengefasst, wir haben bei dem Thema der Verwendung der Kameras ein stetiges Hin und Her. Sinnhaftigkeit muss man schon mal hinterfragen, dieser Gesetze. Wofür wird es eingesetzt, ist ein wichtiges Thema. Es gibt dann aber auch da klare Vorgaben. Wenn Sie einen Datenschutzexperten im Hause haben, sonst nehmen Sie sich einen externen, der kann Ihnen das aufräumen und es reine bringen. Letztendlich helfen Ihnen da die Fachleute des Anbieters natürlich mit. Wir haben eine Risikominimierung, wir haben eine Kostenminimierung. Der Kraftstoffverbrauch sinkt, weil diese Dashcam ist nicht nur eine Dashcam, die wir verwenden. Es ist auch gleichzeitig ein Telematiksystem. Wie? Ich glaube, das bekannteste heißt Fleetboard. Das kennt, glaube ich, jeder. Nur, dass dieses System ein kürzeres Tracking hat. Sie können viel häufiger sehen, was und wo ist das Fahrzeug gerade. Und Sie können das fehlerhafte Fahrverhalten Ihrer Fahrer direkt beeinflussen. Wenn Sie einen Fahrer eine Woche später ins Büro holen und sagen, dein Kraftstoffverbrauch ist zu hoch, dann wird er 1000 Gründe haben, warum das so ist. Ich kann meinen Fahrern durch dieses System jetzt Momente zeigen, also Momentaufnahmen, kleine Klipse von 10, 12 Sekunden, wo ich sage, schauen Sie mal, Sie rasen mit 60 km/h auf einen Kreisverkehr zu, von dem Sie wissen, Sie müssen bis auf 10 km/h runterbremsen.
Ja, warum lassen Sie nicht vorher das Fahrzeug einfach sich selber tragen, lassen es rollen und dann haben wir weniger Verschleiß an der Bremse, an dem Reifen. Es tut vielleicht der Belastung der Ware auf der Ladefläche gut und natürlich auch dem Kraftstoffverbrauch. Das sind so Dinge, die uns überzeugen gerade, dass wir also dem Fahrer dadurch keinen großen Vorwurf machen, aber ihm zeigen, reflektiere deinen Fahrstil, denke, ob du ihn vielleicht anpassen, ändern musst und dann kann man mit Resultaten kommen. Es versteht sich von alleine, dass eine Bewertung dahinter liegt nach Punkten. Ist er mittelmäßig? Ist er gut? Ist er sehr gut? Und natürlich auch eine Verbrauchsbewertung sich daraus mit ableiten lässt. Wir haben also damit im Moment aktuell sehr, sehr viele Vorteile generiert und ich versuche in der nächsten Investitionsphase diese Technik im Unternehmen dauerhaft sogar zu etablieren. Ganz unten sehen Sie nochmal bei zu geringem Abstand erkennt das Kamerasystem den zu geringen Abstand und sagt, hey, das würde schiefgehen, wenn eine Notsituation eintrifft. Zu starkes Bremsen, da schaut die Kamera auch hin und sagt, naja, hat jemand ihn dazu gebracht oder ist von ihm gefordert, weil die Vorfahrt genommen wurde oder er ausgebremst wurde. Zu schnell in einer Kurve lässt sich wunderbar darstellen. All diese Komponenten, das sind nur ein Teil von dem Ganzen, bietet dieses System und die Kosten sind dabei überschaubar. Wenn wir auch nur um 2% die Gesamtschadenssumme eines Jahres durch diese Technik reduzieren, hat es sich von alleine finanziert. Wie gesagt, de minimis, BAG, können wir auch diese Art von Systemen fördern lassen. Wir haben eine Kraftstoffverbrauchsreduzierung, das ist auch schon wahnsinnig viel Geld. Und wenn man dann auch noch einen fairen und mitdenkenden Versicherer hat, dann gibt er einen auch noch mal ein bisschen Geld für die Anschaffung in die Hand. Und dann kann es sein, dass es schon bei den Einmalpreis nahezu bei null herauskommt und bei den monatlichen Gebühren sich relativ schnell einpendelt in einen überschaubaren Bereich. Ja, meine lieben Teilnehmer, meine lieben Mitglieder, das war's schon mal von meiner Seite im Webinar Risk Management. Wir haben sicherlich jetzt viele Punkte nur an der Oberfläche angekratzt. In einem DK-Mitgliederabend vor Ort hätten wir jetzt Zeit, noch wesentlich intensiver zu sprechen, auch bei dem in der Regel vorzüglichen Catering, auch in den Pausen. Aber wie Herr Trümper angekündigt hat, hätten Sie jetzt die Möglichkeit, über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Vielen Dank fürs Zuhören bis dahin. Ja, vielen Dank, lieber Andreas. War aber wieder sehr, sehr kurzweilig. Ich habe mich total gewundert, dass die Dreiviertelstunde schon rum ist. Fragen aktuell von den Teilnehmern noch keine. Ich würde aber gerne mal einfach überbrücken. Ich würde mal auf das Corona-Thema gerne eingehen wollen, Andreas. Sehr gerne. Naja, als du jetzt zu deiner neuen Stelle kamst, hattest du ja nicht mehr allzu viel Zeit, dich im Vorfeld mit Risk Management dort zu befassen. Wie hat Corona euch getroffen? Welche Maßnahmen habt ihr abgeleitet und was tut ihr, um in Zukunft, wenn dann wieder mal was sein sollte, mit solchen Themen umzugehen? Ganz klar, es ist schon so, wie du sagst, wenn man eine eine große Tätigkeit übernimmt mit wahnsinnig viel Verantwortung und dann reden wir von über 350 Fahrern, das ist schon ein ganz, das ist schon kein Pappenstiel. Man muss sich in Zahlen einarbeiten und dann kommt so ein Schlag. Ich sage mal kurzum, Corona hat uns mit heruntergelassener Hose erwischt, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, ich glaube, wie die meisten. Man hat es in den Nachrichten verfolgt, wie es in China losging und hat gedacht, oh Gott, die Armen und das ist aber wirklich blöd. Aber ruckzuck stand es bei uns, ich sag mal, vor der eigenen Tür. Wir haben sehr, sehr schnell mit den einfachsten Mitteln angefangen. Wir haben in unserer Disposition, wo natürlich ein reger Austausch mit den Fahrern stattfindet, Schlüsselübergaben, Papieren, Tourenscheine, Ladescheine, ich sag mal, ein sehr großes Thekensystem. Wir haben sofort die Scheiben dort geschlossen, im Grunde genommen einen Spuckschutz damit geschaffen. Wir hatten tolle Mitarbeiter, habe ich hier, die haben spontan eine Idee gehabt, wie machen wir es jetzt mit der Kommunikation durch eine geschlossene Scheibe sprechen, da müssen alle den ganzen Tag brüllen. Wir haben dann
mit Babyphonen uns geholfen tatsächlich. Es gab hier Kolleginnen, die waren, oder als sie Mutter geworden sind, gab es eine Zeit, wo sie Babyphone nutzten und die waren dann ruckzuck hier im Büro installiert und die nutzen wir tatsächlich heute noch, weil sie besser funktionieren als eine Gegensprechanlage. Es ist auch manchmal beruhigend, die Fahrer finden dann, wenn sie auf die Papiere warten müssen auch manchmal den Knopf für die kleine Nachtmusik, die dann gespielt wird. Das ist auch nochmal nervenberuhigend. Wir haben natürlich Stelen aufgestellt mit Desinfektionsmitteln. Wir haben die Fahrer recht schnell mit Mund- und Nasenschutz ausgestattet, bevor es überhaupt Pflicht wurde. Wir haben bei wechselnden Besatzungen auf den Fahrzeugen sehr, sehr viele Desinfektionstücher ausgehändigt und haben die Regel ins Leben gerufen, wenn jemand sein Fahrzeug übergibt, muss er alles einmal abwischen, das heißt alle Knöpfe, Armaturenbrett, Lenkrad, Schaltung, Tür, und der, der das Fahrzeug übernimmt, wurde gleichzeitig auch nochmal verpflichtet, überall einmal drüber zu wischen, um auf ganz sicher zu gehen. Wir haben dann natürlich jede Menge kurze Unterweisungen auch gemacht im Umgang. Wir haben Schilder aufgehängt, überall sichtbar, Stop Shaking Hands, das heißt auch für die aus nicht deutschsprachigen Fahrer, dass wir auf die bekannten Begrüßungen leider verzichten müssen. Die Leute halten sich sehr diszipliniert dran und toi, toi, toi. Wir haben auch bis dato noch nicht einen einzigen Fall zu verzeichnen gehabt. Und was leitet ihr da für die Zukunft ab? Oder Wir leiden. andersrum, habt ihr eine zweite Welle schon auf dem Schirm? Wir haben Sorge davor, Angst kennen wir hier nicht, aber ich sage mal, wir haben Sorge davor. Ich spreche noch mal ein Thema an, was, glaube ich, sehr sensibel ist. Ich glaube, sehr, sehr viele Transportunternehmen mussten auch in die Kurzarbeit gehen, das ja ein Werkzeug ist, um den Schaden zu minimieren. Aber es ist in dem Gewerbe auch üblich, dass sehr viele Überstunden anstanden. Und gerade das Corona erwischte uns mit heruntergelassenen Hosen. Wir hatten natürlich sehr, sehr viele Überstunden schon durchaus bei den Fahrern aufgebaut, weil bei uns das Hauptgeschäft zum Ende des Jahres startet. Also so Ende Oktober, Anfang November geht's los. Da werden dann diese Überstunden in der Regel auch aufgezehrt oder die Leute lassen es mal stehen, um auch mal einen Urlaub nochmal zu verlängern, einen kleineren. Und diese Überstunden wurden uns natürlich zu einem ungeliebten Ballast, denn man kann nicht in die Kurzarbeit gehen, wenn man einen erheblichen Anteil an Überstunden bei seinen Mitarbeitern hat. Da sagt ja kurzum die Regelung, die müssen erst abgebaut werden, bevor man bei dem Thema Kurzarbeit mitmachen kann. Und das hat uns schon wehgetan. Und auch das ist jetzt eine Strategie, die ich gewählt habe. Ich habe alle Überstunden im Laufe nach der Kurzarbeit reduzieren, abbauen lassen. Und wir passen jetzt peinlichst auf, dass wir keine Überstunden mehr aufbauen, damit, wenn die zweite Welle kommt, wir diesmal die Hose oben haben und eben nicht überrascht werden. Und ich muss leider tatsächlich dann einen Teil meiner Ladung lieber an Fremdspediteure abgeben, aber ich will kein zweites Mal so böse kalt erwischt werden. Ja, vielen Dank. Keine weitere Fragen reingekommen. Dann würde ich das Webinar auch nicht unnötig in die Länge ziehen wollen. Wir haben, glaube ich, alle noch ein bisschen was zu tun. Andreas, vielen, vielen lieben Dank für deine Worte, für deine Ausführungen. Sehr gern. Liebe Teilnehmer, vielen Dank, dass Sie auch so lange bei der Stange geblieben sind, dass Sie wieder teilgenommen haben. Wir machen nächste Woche weiter, wieder Montag, 14 Uhr. Da befassen wir uns ganz explizit mit dem Thema Kostenoptimierung im Fuhrpark. Hat man ja heute teilweise immer mal wieder so ein bisschen angesprochen, aber nächstes Mal geht es dann wirklich ans Eingemachte, um Finanzierung, Kaufen, Leasen, Reifen, Kraftstoff, Versicherer und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo man mal drauf, wo man was drehen kann und wo man auch als erstes mal drauf schauen sollte. Ich sage vielen, vielen Dank. Jetzt kommt gerade noch eine Frage rein. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wird in den nächsten Seminaren das Thema Subunternehmen behandelt, speziell Überladungen von diesen? Ah, können wir machen. Andreas, was sagst du? Grundsätzlich schon würde ich im letzten Webinar sehen, aber vielleicht von dem Teilnehmer, der das geschrieben hat, dass es vielleicht dir nochmal schickt, etwas präzisierter, dann können wir uns noch wesentlich besser darauf einstellen, vorbereiten.
Na gut, es geht letztendlich geht es um, wenn ich es richtig verstehe, ich bediene mich von Subunternehmern, die überladen. Was hat es für mich für Auswirkungen Ah als ja, okay. Auftraggeber? So in Ja, die klar. Richtung verstehe ich das. Okay. Aber können wir machen, aber ich sehe es wie du, passt eigentlich thematisch zum übernächsten Termin. Genau. Aber ja, können wir machen. Können wir gerne machen. Okay. Alles klar, dann sage ich vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das gerne noch tun. Morgen in dieser Dankesmail findet ihr auch den Link zu den restlichen beiden Veranstaltungen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Andreas, vielen Dank an dich. Und Gerne. ich wünsche euch allen einen schönen Arbeitstag noch. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Wiederhören.